Willkommen bei Kirche in Not, wo Gott weint. Ein wöchentliches Programm über die Situation der leidenden Kirche rund um die Welt. Ungefähr 10% der vietnamesischen Bevölkerung ist katholisch. Die Situation in Vietnam hat sich bereits gebessert, aber man kann noch nicht sagen, dass die Religionsfreiheit in diesem kommunistischen Land wiederhergestellt sei. Die Kirche in Vietnam ist zusammen mit der in China die meistverfolgte Kirche in Asien, zumindest in den letzten Jahrhunderten. In einigen Gebieten in Vietnam gibt es immer noch sehr viel Gewalt. An einem Weihnachts- oder Ostertag können die Katholiken keine Messe feiern oder sie können keine Katechesen halten und ihre Kinder den Glauben lehren, weil die lokalen Regierungen keinerlei Glaubenskundgebungen erlaubt. Praktisch wollen sie den katholischen Glauben zerstören. They don't allow at all any expression of faith. In practical terms, they want to destroy the Catholic faith. Am meisten Gewalt gegen die katholische Kirche in Vietnam geschieht wegen Amtsmissbräuchen und Korruption der kommunistischen Parteikader. Vietnam ist mitten in einer Veränderung. Vietnam is in the middle of a transformation. Many cadres of the Communist Party. Viele der kommunistischen Kader wurden Besitzer von Gebäuden, die vor der Kirche oder anderen Religionen gehörten. Und sie haben Touristenresorts, Villen oder Ähnliches dort gebaut, um sie auf dem wachsenden Markt in Vietnam zu verkaufen. Die Katholiken haben das Recht, diese Gebäude zurückzuverlangen. Das kommunistische Regime beantwortet es damit, diese Menschen zu schlagen und sie festzunehmen. In Wien wurde ein Priester sogar aus dem Fenster des zweiten Stockes geworfen, während andere Priester ins Koma geprügelt wurden. Diese Gewalt ist eine Art, die Stimmen und die Rechte der Katholiken zu unterdrücken. Which is a way to cover the voice of the right questions of these poor Catholics.